dem gestrigen Sieg gegen den VfB Stuttgart 2 geht es für unsere SG am kommenden Sonntag direkt in das nächste Abstiegskampfduell gegen den FSV Frankfurt. Ich habe diesmal mit zwei Spielern, David Tomic und Basti Fröhlich, über die gestrige Partie gesprochen, aber auch über die kommende Partie gegen den FSV Frankfurt. Herr David, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg von gestern. Wie fühlst du dich denn nach diesem Spiel? Ja, natürlich ein schönes Gefühl, wenn wir gewinnen und die Mannschaft ist beflügelt. Man merkt einfach, diese drei Punkte waren sehr wichtig für uns. Wie war das für die Mannschaft vor dem Spiel? War da der Druck besonders hoch? Ja, das hat man auch gespürt in der Kabine. Jeder war konzentriert, die Anspannung war da. Aber umso besser, dass wir die drei Punkte geholt haben. Vorne hast du ja für ordentlich Wirbel gesorgt. Wie stehst du denn zu deiner eigenen Leistung von gestern? Erste Halbzeit war ganz okay, aber die zweite fand ich viel besser. Da konnte ich viel mehr Akzente nach vorne setzen und mein Spiel so ein bisschen aufdrängen. Am Sonntag kommt direkt der nächste wichtige Gegner, FSV Frankfurt, das nächste Abstiegsduell. Was will denn die Mannschaft von gestern mitnehmen für das Spiel am Sonntag? Ja, dass wir die Mentalität mitnehmen auf jeden Fall, dass wir die Zweikämpfe genauso annehmen wie jetzt im Spiel und dass wir einfach mit 100% daran gehen. Was ist denn gefährlich an diesem Gegner? Die stecken ja ebenfalls, wie schon gerade gesagt, auch im Abstiegskampf. Meiner Meinung nach ist das eine sehr eklige Truppe. Wenn man sie spielen lässt, dann haben sie Spaß und dann können sie gut kicken. Und ich glaube, das müssen wir einfach unterbinden und mehr auf unser Spiel gucken. Das kann man ja nie wissen, aber wird man ein Tor sehen von dir am Sonntag? Ich hoffe. Ja, ich denke, das hoffen wir alle. Dann Dankeschön für deine Zeit und viel Erfolg für das Spiel. Basti, auch dir herzlichen Glückwunsch zum gestrigen Sieg. Es war ein sehr intensives Spiel. Du hast gespielt. Wie bewertest du denn die Mannschaftsleistung von gestern? Ja, wir sind zusammen und geschlossen aufgetreten. Das ist auch enorm wichtig in der Zeit jetzt, in der wir uns befinden. Und das ist uns gestern gut gelungen und wurde auch mit dem Sieg belohnt. Was hat euch der Trainer vor dem Spiel nochmal deutlich gesagt, um euch nochmal richtig zu pushen? Ja, ich glaube, er hat gar nicht so viele Worte verlieren müssen oder hat auch gar nicht so viele Worte gesagt, weil wir selber intern gewusst haben, wir müssen die drei Punkte holen, wir müssen punkten, wir müssen gewinnen und haben uns da selber heiß gemacht. Und in der Zeit, wo wir jetzt auch sind, muss man auch nicht mehr viel reden. Wir wissen alle, das wird schwierig und wir wissen, was da noch auf uns zukommt und deshalb, das ist Motivation genug. Gibt es da jemanden bei euch in der Mannschaft, der euch da nochmal richtig pusht und nochmal die Ansagen macht? Ja, immer unterschiedlich, aber wer da gerade heraussticht, ist natürlich Sascha, auch Kai, Max, Schicki, also gerade die älteren Spieler, die ja auch einen gewissen Führungsstellungswert in der Mannschaft haben und das merkt man schon und die bringen das auch rüber. Aber im Endeffekt zieht jeder mit, jeder macht sich gegenseitig heiß und deshalb, ist gut. Jetzt hat man den ersten Sieg in der Tasche, aber am Sonntag kommt FSV Frankfurt, das nächste Abstiegsduell. Was will die Mannschaft da auf dem Platz zeigen? Ein Kampf. Also wir müssen den Kampf annehmen. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir befinden uns beide Mannschaften nicht in so einer guten Ausgangssituation und deshalb wird da wie jetzt am Mittwoch gestern alles von uns abverlangt werden. Wir müssen uns in jeden Zweikampf reinhängen und jeder muss für jeden da sein und dann einfach wieder als geschlossene Mannschaft auftreten und dann bin ich mir zu 100% sicher, dass wir auch da wieder als Sieger vom Platz gehen werden. Welche Anforderungen hast du denn an dich selbst für das Spiel am Sonntag? Ja, für mich war es jetzt erstmal wieder gut, 90 Minuten zu spielen und auch für mich persönlich eigentlich eine ganz souveräne Leistung abzuliefern. Aber im Fußball ist es einfach ganz simpel, dass jedes Spiel direkt wieder abgehakt wird, es geht weiter. Das ist passé und jetzt ist für mich einfach wichtig, am Sonntag genauso an die Leistung anzuknüpfen und für mich hinten als Defensivspieler die Null zu halten. Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für Sonntag und auch an euch da draußen. Unterstützt alle unsere SG. Kommt vorbei hier in die Wir machen Druck Arena um 14 Uhr gegen den FSV Frankfurt.